Tag. Na, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Es war wieder Zeit für ein bisschen Sims. Ja, für die, die sich fragen, warum wieder Sims? Hat ganz einfach seinen Grund. Ich mag das Spiel, erstens. Zweitens, mag das Spiel. Und drittens, ich mag das Spiel. Nein, natürlich ist erstens, bin endlich umgezogen. Herzlichen Glückwunsch, Eiskeks. Schönen guten Abend erstmal. Ja, erstmal ganz normal einen schönen guten Abend wünsche ich euch hier an diesem Sonntag. Begrüße euch zu dieser Games Live Session hier an diesem, ist der vorletzte Sonntag im September, sehe ich gerade. Ja, Tatsache. Also das heißt dann auch die letzte Sonntagsausgabe von Games Live hier im September 2020. Ja, dann haben wir schon bald Oktober, meine Güte. Schon bald alles durch hier mit dem Jahr. Ich hoffe, wir werden 2020 noch überstehen, weil ich weiß auch nicht. Ich kann das Jahr aus Gründen nicht leiden. Und wer dieses Jahr mag, ne, soll mir gerne erklären, warum. Ne? Nicht nur, weil er so und so Dinge gemacht hat, sondern im Allgemeinen. Also für mich ist 2020 im Moment kein gutes Jahr. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Für viele nicht. Na, das möchte ich nur mal ganz kurz erklären. Aber nun gut, jeder hat da so seine eigenen Perspektiven. Ja, warum eigentlich mal wieder Sims? Eigentlich sollte ja wöchentlich Minecraft ja kommen. Daher das aber mal wieder, und das ist glaube ich jetzt schon das dritte oder vierte Mal, Minecraft hier, also quasi dieses Minecraft-Projekt hier, das ist ja nicht mein Projekt gewesen, das ist der Server von Error gewesen, von meinem Mitbewohner, extern gelaufen ist und da dann dementsprechend es ein bisschen so lief, dass Error quasi für den Server nichts bezahlen musste, aber das dann quasi dass derjenige, der Kollege das dann, sagen wir mal, beendet hatte, den Server also dicht gemacht hat, war auch unser Server, also unsere Sachen mit dabei und deswegen ist jetzt erstmal kein Minecraft jetzt erstmal. Wie gesagt, das mit dem Server müssen wir ja halt erstmal irgendwie wieder gucken, dass wir A, mehrere dabei haben und B, dass man das dann halt irgendwie so macht, dass wer mitspielen will, soll auch dann blechen. Ne? Also das soll zum Beispiel dann auch noch entsprechend mit dabei sein. Nun, einen Server selber aufmachen ist keine Option. Ja, aber ich habe keine Lust auf die Kosten zu setzen, egal wie viel das kostet. Selbst wenn es nur ein paar Euro sind. Ich möchte nicht dann als einzige Person dann da auf dem Server spielen. Das ist dann genauso, dann könnte ich halt auch sagen, gut, dann könnte ich auch ganz normal einfach nur alleine Minecraft spielen. Aber es macht mir irgendwann nicht mehr viel Spaß. Jetzt zum Beispiel, wo wir ja die... das kann ich dir nicht sagen. Ich werde das nochmal irgendwann mal in Ruhe mit Error besprechen. Weil Error hätte... Ich weiß nicht, ob Error da jetzt auch wieder Bock drauf hätte. Wenn ja, also ich hätte jetzt, sagen wir mal, zumindest 2-3 Personen, die Bock hätten, auf einem Minecraft-Server zu spielen. Ich glaube, der Jetnetics, der jetzt auch hier noch im Chat ist... Ist er noch da, der Jetnetics? Ich weiß es nicht. Ja, der hätte wahrscheinlich Bock. Ich hätte Bock. Das sind schon mal zwei. Also, das müssen wir mal irgendwie mal ganz in Ruhe besprechen. Ich werde da Error nochmal vielleicht die Tage anhauen. Das wäre es natürlich auch. Ja, deswegen ist jetzt dann Sims zumindest reingerutscht. Wäre ja fast auch ein Fehler passiert, dass ich mich ja mal einfach mal mit einem Cheat, also mein Sim zumindest, der mich charakterisieren soll, einfach mal urplötzlich verschwunden ist. Ich musste halt dann nur einfach, was anderes machen. Kann bei einem Server schauen, wie viel Ressourcen ich noch frei habe. Kannst du gerne machen, musst du nur halt nur sagen, wie viel. Weil ich würde ja gerne halt wieder auf einem Server spielen, wo man dann dementsprechend auch wieder ein bisschen zocken kann und ein bisschen was bauen kann. Ich hätte nämlich richtig Bock drauf, das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber heute jetzt die Sims 3. Ich habe jetzt auch geradewegs vergessen, den Titel noch zu ändern, weil ich mich nämlich noch mit anderen Sachen beschäftigt haben musste. Moment, ich werde das jetzt nochmal ganz schnell ändern, nicht, dass ihr euch wundert, schon wieder. Ich mache mal einfach mal hier einen ganz einfachen Dingens. Nee, das geht leider bei mir nicht. Moment, deswegen ändere ich das jetzt mal selbst um. So, muss ja noch einen gescheiten Titel finden, ne? Deswegen. Und noch ein paar Tags rausnehmen. So. Jetzt müsste aber, glaube ich, Moment. Ja. Genau. Jetzt ist es umgestellt.
Genau, so wollte ich das. So, habe ich nämlich vergessen umzustellen, weil ich mich noch um andere Dinge dementsprechend gekümmert habe. Aber wie gesagt, mit Minecraft kann man das demnächst mal irgendwann mal wieder machen. Ich würde mich da ziemlich drüber freuen, wenn dann natürlich sich mehr Leute finden. Es muss jetzt nicht unbedingt irgendwas mit Mods sein, weil ich weiß selbst nicht, wie viel mein PC mit Mods aushalten wird, die lahme Krücke. Aber was soll's. So, im Übrigen, lahme Krücke, ist ja jetzt ja mal was passiert. Ich habe ja das schon mal vor Wochen angesprochen. Und zwar nämlich die Beta von Origin. Origin gibt es ja jetzt nicht mehr. Das heißt ja jetzt ja nur noch EA Play. Beziehungsweise die Desktop-Version von Origin hat ja einen ganz neuen Namen jetzt gekriegt. Bevor das Ganze ja dann irgendwie EA Play und alles so heißen sollte, wird das ja jetzt EA Desktop Manager heißen oder zumindest in diesem Sinne. Und den habe ich ja jetzt endlich. Damals hieß es noch Origin Beta, jetzt heißt es EA Desktop. Und würde ich euch gerne zeigen, das Problem ist jetzt, ich habe jetzt sowohl Origin, das war mir klar, sowohl Origin als auch nämlich jetzt EA Desktop, also den EA Desktop mit auf dem Ding, auf dem PC. Also es heißt nur EA Desktop, mehr nicht. Also es wird mir hier als EA Desktop angezeigt. Und ich wollte das euch gerne ja mal zeigen. Das Problem ist ja gewesen, ich habe bis dahin keine Mail bezüglich einer Beta bekommen. Hat sich im Laufe der letzten 2 Wochen sich ziemlich verändert, dass ich das jetzt bekommen habe. Kaum genutzt, weil, wie gesagt, eine Beta ist ziemlich fehlerhaft. Kann aber auch dann meistens gut gehen. Ich habe schon lange nicht mehr. Wisst ihr auch, dass ich die Kamera jetzt endlich ändern kann? So richtig, so ganz normal jetzt. Ne? Das habe ich zumindest jetzt auch mal die Tage hingekriegt. Und das möchte ich euch gerne jetzt mal zeigen. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Moment. Ich zeige es euch mal hier über den Desktop. Weil ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist jetzt quasi, also hier war noch das Origin-Logo. Jetzt ist hier einfach nur ein EA-Logo. Und ihr seht, hier oben steht groß Beta. Ne? Und das ist es jetzt halt. Was hier hinter mir ist, ist einmal die Spieletestumfrage und der Download-Manager. Also mehr ist hier nicht. Kürzlich gespielt wird mir sogar Sims 3 angezeigt. Das ist, wie gesagt, veröffentlicht Datum 12. Januar 2016. Also das stimmt halt alles nichts. Und es steht halt auch noch herunterladen, obwohl es ja eigentlich drauf ist und so. Aber das ist halt alles ein bisschen anders. Also es ist wirklich alles etwas anders geworden. Hier zum Beispiel Sims 3. Das habe ich ja das letzte Mal jetzt vor 10 Tagen gespielt. Da kann man dann hier oben auf DLCs gehen. Welche DLCs hier dann auch nochmal ziemlich schön mit dabei sind. Into the Future zum Beispiel habe ich nicht. Sims 3 Währung könnte man sich dann eigentlich auch wiederholen. Sims 3 Währung? Bitte was? 1000 Sim Points. Ach, guck mal, hier kann man sie sich holen. Für 6,30 Euro. Die gibt es also noch. Also deswegen ist die Webseite noch online von The Sims 3. Ja, und vieles mehr. Studentenleben besitze ich ja. So ja auch Jahreszeiten und Showtime. Showtime habe ich... Nee, Late Night war das, glaube ich, ne, oder? Irgendwie Accessoire... Also ich weiß. Dann geht es ja hier noch weiter. Late Night war das, glaube ich, ne? Und dann kann es halt mal etwas länger dauern. Dann seht ihr hier natürlich das, was ihr vielleicht von... EA von Origin Access natürlich noch kennt, die ganzen Freundesdingens und so weiter. Freundesdingens, einfach tierisch habe ich ja auch noch. Und Late Night, hier war das, Late Night, genau. Da war es dann ja auch noch. Habe ich ja alles. Ne? Also brauche ich mir keine großen Gedanken drum zu machen. Deswegen werden wir das Ganze jetzt mal auch mal starten, sprich die Sims. Und freue ich mich dann natürlich drauf. Wir könnten aber auch mal irgendwann mal einfach mal Sims 4 spielen. Das Problem ist, ich habe, wie gesagt, nur die Standardversion von die Sims 4. Also wäre nicht so dolle, das dann nur damit zu spielen. Deswegen würde ich mir da gerne ein... gut, ich habe eine Journey to Batuu noch nicht geholt. Nur mit dem DLC wäre es halt auch ein bisschen, mit dem Gamepack wäre es halt auch ein bisschen langweilig. Und ich habe ja selbst mal eine Umfrage mal irgendwann vor Wochen mal gemacht, wo es ja eigentlich darum ging, dass ihr ja, oder dass mir ja empfohlen wurde, oder dass ja eine Mehrheit zumindest meiner Follower gesagt hat, dass Sims 3, glaube ich, die bessere Variante ist als Sims 4. Und ich habe da ja halt auch immer meine Vor- und Nachteile. Deswegen... ja. Spiele ich lieber Sims 3. Was soll's. Wollen wir dann auch mal starten? Wollen wir mal starten lassen? Ich denke mir nur gerade, startet das denn überhaupt? Ich weiß es jetzt nicht. Guck mal gerade. Desktop, Games. Dann klicken wir nochmal auf Sims 3.
weil ich nämlich gerade kurz das Verbinde EA Desktop Logo gesehen habe. Verbinde mit EA Desktop. Ja. Jetzt lädt er das bestimmt runter, ne? Nee. Steht herunterladen. Ja, das ist leider das Problem, ne? Wenn du sogar noch Origin drauf hast, also das bisherige Programm, dann, ja, der sagt mir Download-Option. Dann breche ich hier mal ab. Ne? Also das heißt, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Das heißt, dann muss ich den EA Desktop Manager verlassen und dann Origin starten, bis das Ganze ja dann natürlich auf dem bisherigen Origin Client läuft. Das wird noch wahrscheinlich Wochen dauern. Wird sich aber wohl wahrscheinlich auch nicht so in die Länge ziehen, denke ich mal. Deswegen wollen wir mal langsam starten. Werde das dann nochmal ganz kurz mal auf meinem anderen Bildschirm erstmal noch umbauen. Deswegen sehe ich ja zwei Bildschirme. Ich würde es ja euch gerne auch mal irgendwann mal einfach mal zeigen, wie so einfach mal so ein Stream hier auch abläuft. Ich kann ja aber mal ganz kurz mal auch im Gegensatz dazu mal zeigen, wie ja bisher ja Origin ja aussieht. Das sieht ja eigentlich ja im Moment so aus. Ziemlich hell und hier, ja, da sieht man halt noch das Origin-Logo und so weiter. Und hier sieht man auch die Freunde, was die Freundesliste, die man ja auch wegmachen kann und so weiter und so fort. Also das ist jetzt, sagen wir mal, nichts Großartiges, was sich jetzt verändert hat. Es ist halt zum Teil halt nur auch bei dem eigenen Namen unten, habt ihr wahrscheinlich mal gesehen, da stand sonst Origin Access, wenn ihr es besitzt, Basic oder sogar die Pro-Version, was ja jetzt EA Play Pro heißt, anstatt Premiere, glaube ich, so hieß das mal. Da zahlt man, glaube ich, ja, schon so 15 Euro, so ungefähr 15 Euro im Monat. Ich zahle ja nur 3,99. Ich glaube selbst auch, dass hat sich bisher noch nicht verändert. Ich müsste mal, ich könnte ja mal nachgucken, Moment. Wurde mir dafür schon abgezogen? Ich glaube schon, weil das heißt ja jetzt EA Play, aber ob das jetzt auch schon da gemacht wurde, ich gucke mal gerade ganz kurz nach, deswegen bitte nicht wundern. Ich muss sowieso gleich mal die Mucke ausmachen, das mache ich jetzt mal in dem Sinne. So, dann können wir auch jetzt nochmal wechseln. Ich mache mal Bildschirm weg. Spieleaufnahme muss ich, jetzt muss ich die holen. Moment. Da haben wir sie. So, dann wechseln wir. Ne? So. Du. Okay. Hab da gerade was entdeckt, was mich sehr, sehr irritierend macht. Ja, Tatsache, hier steht's noch. Ja, hier steht's hier. EA Play Membership Recruiting One Month. So steht's hier jetzt. Also, man hat schön Origin durch EA Play einfach ersetzt. Mehr nicht. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich möchte das gerne loswerden. Hallo. Ja. So. Dauert ein bisschen. Bin ich eigentlich im Spiel? Gut, schauen wir uns das Intro mal an. Ich weiß ja nicht. Ja. Ich komme. Hä? Ah, jetzt. Ja, gut. Dann schauen wir uns das komplett an. Ich habe da auch nichts gegen. Eigentlich müssten wir das nicht. Ich hätte es mir eigentlich gerne mal gewünscht, dass es bei Sims 3 zumindest abgeschaltet werden kann. Ja, dass man direkt dahin kommt, aber jedes Sims, guck mal, jetzt hat's reagiert. Nach 5 Mal auf Tastatur klicken und so ein ganzes Scheiß. Was soll's. So, natürlich seht ihr hier jetzt als Logo wildes Studentenleben. Ich wollte schon wildes Studentenpack sagen. Ja, das hätten wir eigentlich auch ja machen können, dass wir unseren Sim zumindest, also mein Sim, weil man denkt, auf die Uni schicken lassen könnte. Aber das habe ich ja bisher nicht getan. Weiß auch nicht. Ich habe es ja einmal so mal probiert, ohne großartig da einerseits da irgendwie nochmal was machen zu wollen. Deswegen, ja. Mal sehen, was da noch so passieren wird. So, Maskottchen werden trainiert. So sieht es nämlich aus. Genau. So, da haben wir es. Jetzt Verbindung wird auch hergestellt. Ich habe es ja endlich mal mit The Sims 3 mal verbunden. Und ihr seht auch halt auch hier die Familie Dercho.
mit einem neuen Haus, für die, die die letzte Session nicht mit dabei waren. Das ist ja bei der letzten Session, habe ich das neue Haus ja mal ein bisschen präsentiert, weil das nämlich offline gebaut wurde. Also werden uns ja jetzt diesmal dann eher um, ich will nämlich einen komplett neuen Garten nämlich bauen, weswegen hinten zum Beispiel alles weg ist, alles schön grau und matschig. Und drumherum wird das dann alles nochmal mit schön neuem Rasen, neue Bäume und so und ein Zaun, weil mir gehen langsam die ganzen Paparazzis auf den Sack. Durch Late Night bin ich ja auch, ist mein Sim dort auch so ein kleiner Star geworden. Deswegen, das auch tierisch auf den Sack geht, wenn die Paparazzis da um 2 Uhr morgens da vor meiner Tür stehen, weswegen ich das auch nochmal ändern will. Da werden wir uns dann mal gleich mal drum kümmern, wenn niemand zu Hause ist. Keiner zu Hause. Alle away. Ja, und so weiter. Deswegen, wenn wir uns das neu sehen. Entschuldigung, wenn ich aus der Flasche trinke. Ja, der Herr war sich zu schade, um ein Glas zu holen. Aber es soll mir recht sein, dass man aus der Flasche trinke. Bin heute auch fast den ganzen Tag unterwegs gewesen. Community Day bei Pokémon Go. Porygon gab es diesmal. Hab so um die, ich glaube, 13, 14 Shinies gefangen. Gute waren dabei, in Anführungsstrichen. Ich habe sowieso schon Gutes gehabt, so ein Porygon 2, was ein 100% IV hat. Für die, die wissen wollen, ne? Pokémon Go und den ganzen Scheiß. Ja, es gibt aber welche, die wollen es halt auch einfach nicht wissen, weil die sich nicht damit interessieren. Ne? Andere wollen es aber gerne vielleicht wissen. Ne? So, dann wollen wir mal loslegen, was das angeht. Sind ja nur noch diese paar Prozente hier. Guck mal, und es bewegt sich halt auch noch mit. Ne? Hätte ich das mal schon vorher so gemacht. Apropos vorher so gemacht, ich muss noch mal ein ganz kleines bisschen. So, gut, dann sieht man das da am rechten. Aber egal. Gut, setze gerade einen Vanilla MC Server für dich als Info. Und kein Ding, Eiskeks. Gute Arbeit, gute Arbeit. So, da sind wir. Ich habe ja unter anderem ja noch gesagt, dass ich ja vereinzelt noch mal ein paar Räume ändern werde. Vielleicht noch mal hier die zweite Etage. Daran kann ich mich nämlich noch so ein bisschen erinnern. Hinten ist alles wirklich weg. Eigentlich können wir das jetzt schon machen, wenn ich ehrlich bin. Können wir es jetzt schon machen. Wir machen einfach mal hell. Und wir könnten fast alles, ich gehe mal aber mal komplett nach unten, ziehe aber trotzdem hier die Wände hoch, können wir alles hier noch mal rundum erneuern. Ich sag's euch, Paparazzos gehen auf den Sack. Finde ich tierisch. So. Wer ist gerade nicht am Pennen? Alle gehen pennen, ne? Scheiße. Ja, gut. Ich hoffe, du wirst vom Blitz getroffen. Wird vom Blitz getroffen und stirb. Dorothy Di Maio. Mit Ketchup und Senf. Entschuldigung. Irgendwer ist wach geworden, ne? Musi, hier, beschnüffeln. Den Einfluss bei Nerds habe ich ja nicht. Oh, endlich geht sie weg. So, du musst jetzt erstmal was. Mach es erstmal. Nein, nicht kratzen. So, wer ist da jetzt noch wach geworden? Luna. Auch hungrig. Dann friss auch mal was und dann könnt ihr beide mal hier ziemlich erfolgreich mal an dem Baum. An den Katzbaum kratzen. Der Wohnzimmer will ich vielleicht auch nochmal ändern. Oh. Enki Loves Music. Dankeschön für dein Follow. Willkommen bei der Echo TV. Ne? Normalerweise sollte jetzt so ein Alert eingeblendet kommen, aber der hat anscheinend mal wieder keinen Bock. Ne? Und guten Abend, liebe Sasu. Hallo, Frau Nachbarin. Wie geht's? Wie steht's? So, alle anderen schlafen. Was haben wir hier? Textnachricht von Morgana Wolf erhalten. Und, ach ja, mein Sohn ist ja, so mein Sohn Olaf und meine Frau Veritas. Ne? Hallo Enki Loves Music. Wie geht's? Wie steht's? Gut, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, mein Hals kratzt ein bisschen. Keine Sorge, kein Corona. Denk mal wegen dem warmen Wetter. Ich bin heute ja, wie gesagt, den ganzen Tag in Detmold gewesen. Soll es die nächsten Tage keine Streams geben, weil ich keine Stimme mehr habe, wisst ihr Bescheid. Ne? So. Könnte ja eigentlich dann schon hier. Ja. Wie gesagt, mir geht's gut. Eieiei, knallt aber auch ordentlich.
Wie schaut es jetzt mit den beiden aus? Luna geht. Okay, wer ist wach geworden? Ich bin wach geworden, ne? Sehen wir mal das durch. Ja. Dann können wir mal da jetzt das Bett machen. Der Morgana Wolf steigt in Kürze eine Party. Nee, Moment. Du bist seit 2 Uhr. 2 Uhr wach? Nein, danke. Und Juna, aus. Du wirst jetzt kratzen. Und dann kratzt du hier. So. Gute Besserung. Ach, ist nicht so schlimm. Ich bin ja noch in der Lage zu streamen und auch noch in der Lage, noch was zu machen. Deswegen mache ich mir darum keine Gedanken scheuen. Oh. Na gut, so. Lucy ist auch wach geworden. Sie könnte dann auch mal ein bisschen hier kratzen. Ne? Wer ist jetzt wach geworden? Wieder ich. Schlafen sollst du, du Ömmel. Und ich höre schon wieder irgendwelche Sims. Ja, eine Party. Sehr schön für sie. Dass sie eine Party steigen lassen. Ja, eigentlich, wenn jetzt alle weg sind, könnten wir dann dennoch jetzt das machen. Bin ich jetzt mal dafür. Also jetzt ist ja sowieso jetzt schon so weit, dass wir ja hier den Garten zumindest ändern können. Wie gesagt, ich werde alles hier Grund auf ändern. Wenn ich meinen Hund dagegen gepinkelt, was ich ziemlich schade finde. Ey, da bin ich einen schönen Hund, der da hingestellt. Ich kann den auch wegnehmen, ne? Ich muss mich gerade noch mal kurz informieren. Gibt es da eigentlich auch noch mal neuere? Neue? Deko. Den könnte ich mal. Sollen wir mal hier so hinpacken? Moment. Hier so. Das sieht auch schon interessant aus. Warte mal, hier war das doch, oder nicht? Da hier. Ja, das ist Spielzeug. Gartenstühle, draußen kochen. Dachdekoration. Nee, das war jetzt gerade nicht so wichtig. Gartendeko. Ich guck mal gerade mal nach. Nee, das war bei die Sims 4 war das ja so. Ha. So. Kommt aufs Add-on darauf an. Ja, definitiv. Ja. So, dann würde ich nämlich das hier alles jetzt auch nochmal entfernen. Hab schon so ein bisschen so eine Idee. Als ich heute unterwegs war, da habe ich mir schon so ein paar Kleinigkeiten, also mir schon so ein bisschen so drum gekümmert. Was heißt drum gekümmert? Mir so ein bisschen überlegt, was ich hier so hinzaubern werde. Das Auto bleibt da einfach mal stehen, weil ich denke mal, es ist halt auch der Platz, wo es auch weiterhin stehen bleiben wird, nur ein bisschen nach rechts gesetzt. Und dann nehme ich mal ein neues Gras. Zum Rauchen? Nein. So, ist ein bisschen zu hell. Ja, aber folgendes, ein bisschen mehr. Nehme ich das Gras hier. So, schön drüber, ne? Heutzutage ist es wirklich so, dass es schon mit so einem komischen Spray oder irgendwie so einer komischen Sache, habe ich mal im Teleshopping vor vielen, vielen Jahren gesehen, wo du mit so einem komischen Dünger, ne, es schön irgendwie dran schraubst mit Wasser und so weiter oder mit einem Sheet kann man das freischalten. Ja, kann man auch. Dass du dann so Dingens dran und dann schön deinen Rasen besprühst, wenn er halt auch so braun ist und dann wächst da wieder schön der Rasen. Schön der Rasen. Ja. Ich werde es aber jetzt erstmal mit schöner Rasen, wirklich ganz schön fein. So, dann hätten wir das schon mal erledigt. Dann würde ich mal zumindest schon mal vorne mal anfangen. Wo haben wir denn hier den Mauerboden? Den Mauerboden. So, dann machen wir mal den hier. Ich mache mal hier die jeweiligen Sachen hin. Auch wenn sich das, sagen wir mal, so nicht. Ich will es nämlich so machen. Folgendermaßen. Machen wir so. Und ich stelle den dann so hin. Denn ich will hier drumherum einen Zaun machen. Ne? Noch einmal so. Einmal so. Und einmal so. Denn mir geht das ja auf den Keks, dass hier immer die Paparazzis rumheuern. Und ich glaube, die werden da auch damit weitermachen. Also die werden definitiv so. So wollte ich das dann hier machen. Auch hier werde ich das so machen. So, und dann das Auto. So. Passt? Es passt. Ich. So,
Zäune. Hab mir natürlich überlegt, diesen weißen Zaun zu nehmen. Na, eigentlich hier so. Ne? Und setz den direkt hier so hin. Hier und hier. So. Jetzt zieh einen Zaun mit Tor, wo man klingeln muss. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Aber ich glaube, gegen Paparazzi. Ich versuch's erstmal so. Ne? Weil nervt schon ein bisschen. Ich weiß, das wird, glaube ich, hiermit nicht so dolle helfen. Ja, dann nehme ich erstmal. Wow. Okay, so wie ich es mir vorgestellt habe, geht's nicht. Das heißt, dann muss ich es doch anders machen. Moment. Da war's. So. So. Ich war schon richtig. Da. Warten. Zaun, Tor. Oh ne, da muss ich ja alles in der Farbe machen, ne? Uff. Ja. Hast du Farbe? Nee, die Farbe. Nein, ich muss es einfach so nehmen, ne? Oh Gott! Spiel! Tu's mir nicht an. Ne, will er gerade nicht. Okay, dann lassen wir es sein. Sieht dann halt auch kacke aus, ne? Muss einen anderen Zaun nehmen. Andere Zaunfarbe. Passt halt nicht, ne? Dann halt weiß. Oder wir nehmen einen anderen. Einen anderen Zaun. Muss ja nicht unbedingt der sein. Das ist ja immer so standardmäßig, den ich ja immer bei Sims finde. Ich bin immer bei Sims 3. Mir gefällt ja unter anderem dieses Tor hier. Ja? Das hat wahrscheinlich auch eher, hoppala, hiermit zu tun. Ja? Aber das Problem ist, ist in weiß das Tor. Bauernhof, ja, wir sind kein Bauernhof. Obwohl, nee, eher mit dem hier, ne? Ha. So. Oder? Ich hoffe, ich habe damit recht, weil wenn nicht, dann habe ich Arschkacke. Okay, ich sollte vielleicht auch einfach mal so ziehen, ne? Und hier. So. Okay. Das war jetzt dieser hier, ne? Gut, der ist jetzt auch ein bisschen. So. Oh meine Güte, die Kamera. Die Kameraführung ist wieder. Nein! Ja, das Spiel hat gerade ein paar Probleme, sorry. Ja. Muss mal ganz kurz den Mod wechseln. So, jetzt geht's wieder. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das genau was bringen wird, aber das sieht doch gut aus. Ja, sieht auch gut aus, finde ich. Gut hinbekommen. Jetzt habe ich nur geradewegs, das wollte ich nämlich gerade, nein, ich wollte Tür. Einmal hierhin und einmal dahin und einmal hierhin machen. So, dann werde ich nämlich jetzt erstmal hier noch ein bisschen lampenmäßig etwas gestalten. Also nämlich hier einmal und einmal hier und einmal. Ja, das geht nicht. Das dachte ich mir. Ja gut, dann zumindest da und einmal hier. So, das zumindest haben wir dann auch geschafft. Hinten werde ich mir gleich mal was überlegen für hinten. So, jetzt kommen wir wieder zum Baumodus und dann werden wir jetzt ein paar Pflanzen hinsetzen. So, ein paar Löwenzahn vielleicht. Ne, Löwenzahn, das sieht so aus, als wenn die Eispflanze jetzt nicht so dolle. Blocks. Moosrose mit runden Ecken. Moosrose. So. Hoppala. Auf einer Seite Moosrosen. Hier würde ich einfach mal. Ah ne, geht gar nicht, ne? Doch, so würde. Ne, so würde es auch nicht gehen. So würde das gehen, aber ist dann auch im Haus.
Schatz, wir haben Kraut im Haus zum Rauchen. Ja, setzen wir dann mal hier die Eispflanzen hin. Dann, ja, machen wir das mal auch mal hier. So, fantastisch. Auf der anderen Seite mache ich dann aber die Tuba. Schön blau und orange. Sieht doch auch fein aus, oder nicht? Freunde der Nacht. Oder? So. Da setze ich jetzt nichts dazwischen. Ganz einfach, weil ich mir denke, nee, muss nicht sein. So. Dann können wir jetzt nach hinten kommen. Sieht ziemlich groß aus sogar. Aber man will ja seinem Kind auch noch was bieten, weswegen ich da auch noch Outdoor-Aktivitäten reinpacke. Wassereiswagen auf keinen Fall. Eine Schaukel einerseits. Ne? Was ziemlich toll wäre. Metamorphose-Schaukel, nein. Die Feuerstelle bleibt, die kommt aber diesmal dann. Wenn wir näher rangehen, ne? Verschwinden. Dann machen wir mal hier so hin. Und mal hier so. Nee, das muss auch nicht sein. Und sowas kommt erst recht nicht hin. Vielleicht dann noch eine Rutsche. Ja, zumindest. Machen wir mal zumindest hier so die Rutsche. Und dann können wir nämlich gleich Gartenzaun hier so weiterziehen. Natürlich hier dann noch so ein Stück. Ich glaube, ich muss gucken. Ja, dann können wir mit dann so. Nee, wenn dann so. So. Wohl warte, dann machen wir es ganz anders. So. Das hier so hin. So, lelö. Dann kommen hier jetzt schön einmal hier. Ne, ich denke mal hier die kleinen erstmal. Einmal hier kommen Gartenstühle hin. Stellt man sich auch die Frage, wo kommt denn der Grill hin? Alles mit Sachte. So. Hier mache ich das jetzt mal so hin. Ne? Und jetzt hole ich hier den dicken Grill hier raus. Den hier. Aber in einer anderen Farbe. Welche gibt es noch? Schön hier. Das sieht doch fesch aus, oder? Fesch sagt keiner mehr, glaube ich. Oh, was soll's? Ne, dann muss ich das hier. Dann kann ich das hier so machen. So. Gut. Im Buffet gibt es ja auch noch so eine Tragballe. Tragballe volle Telle! Gibt's auch. So. Graustufenschirm. Warum nicht? Ne? So als Deko hier vielleicht? So? Wenn es regnet? Doch auch was, oder? Guck mal, passt doch. Ja, ich würde das, glaube ich, aber eher hier so hinsetzen, weil ich nämlich hier gleich noch Lampen anbringen möchte. Nämlich, ich nehme mal neue. Ich nehme mal ganz andere. Diese hier wieder. Ja, wieder halt, ne? Also so, hier haben wir ja schon. Obwohl, dann kann ich das mal hier und da ergänzen. So, und jetzt hole ich mir den Zaun. So. Klappt das so, wie ich es mir denke? Jawollo! Ich muss aber dann. Ah, ne, geht nicht. So, jetzt aber. So, dann mache ich einmal den hier. Und dann so. Und dann ziehe ich den wieder hier so runter. So. Doch perfekt aus. So, jetzt glaube ich, muss ich hier nochmal. So. Das muss ich nochmal so machen. Und dann passt. Guck mal. So. Ist doch perfekt, oder nicht? Reicht eigentlich. Das reicht. Das reicht vollkommen. Ja, jetzt schön auch hier mit Dach oben drauf. Ne? Schön hier. Guck. Das sieht doch fantastisch aus. Ne? Das Kind kann hier spielen. Und perfekt. Ne? So. Dann gehen wir aber jetzt mal wieder. Ach nee, ich muss die Wände mal wieder. So. Kleiner machen. Wunderbar. Dankeschön, Enkel. Dankeschön. So, was haben meine Katzen vor? Eine will kratzen, eine will in der Wanne spielen. Nein! Du spielst nicht in der Wanne. Gibt's dann ja nur in die Wanne, wenn man. Da kommt, ihr beiden könnt noch spielen. Mal kurz Stopp. Damit die beiden auch mal wieder hier. So. So,
Ich mal rein. So, es ist 4 Uhr morgens. Ja, gut, komm, sie kann ja mal. Genau. So. Ich hätte ja noch hier oben dann vielleicht noch mal ein bisschen was verändern. Ja, da werde ich dann vielleicht noch mal was verändern. Vielleicht auch noch mal das Kinderzimmer verändern. Ein paar kleine Veränderungen noch mal machen. Dann mal schauen. So, haben wir denn hier im Haus was zum Frühstücken? Tatsache, Waffeln. So, wer muss wie heute arbeiten? Warum muss um 9? Ich hab Fragen. Genau, dann immer, ich freier so früh wach. Okay. Versteht einer diese Welt? Ich nicht. Aber was soll's. Dafür penne ich jetzt weiter. Ich will mir auch nur das Bett holen. Das Bett gefällt mir auch nicht. So. Da wird der Herr jetzt auch wach. So. Muss ich auch sofort anziehen. Outfit wechseln auf Alltag. Kannst du auch direkt mal Waffeln essen. So. Wer will wohin? Okay. Da hat jemand Angst vor Gewitter. Ja, Gewitter sind schlimm. Aber was soll's? Die sind halt schlimm. Kontaktknöpfen. Objekt bewachen. Nein. Ja, da ist jemand krank. Und der muss dringend was essen, aber erstmal hier. Standardmäßig. So. Gibt's noch was? Oh ja, es gibt noch was. Gut. Was sollte meine Frau unbedingt machen? Fernsehen gucken. Warum nicht? Ne? Schön Fernsehen gucken. Wohnzimmer werde ich wahrscheinlich doch dennoch auch noch mal ein bisschen neu gestalten. So, was macht, soll der Herr hier machen? Er kann gleich mitgucken. Aber ich würde mal sagen, ein paar andere Sendungen. Nein, du wirst nicht als Sitzgelegenheit dienen wollen. Um Essen betteln? Nein. So. Obwohl, komm, dann doch lieber ein bisschen kochen lernen. Ich könnte oben jetzt mal ein bisschen umbauen. Das wäre vielleicht doch noch eine sehr gute Gelegenheit. Man komplett. Ja, schmutzige Wäsche kann nicht weggelegt werden. Ich weiß. Das ist gerade noch ein schwieriges Problem. Oh nee. Na gut, wir lassen mal die Putzfrau machen. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte jetzt einfach mal. Aber ist leider nicht so. Margot. Da freut sich jemand. Was hat sie denn schon im Kochlevel? 7! Limettenkuchen. Hui. Auch nicht schlecht. Ja, kochen, Buch über Kochen lesen. Kochen über Buchen lesen. Ne? Man konnte ja nicht normal mit Waldemar sprechen. Ja. Du musst da auch nicht sitzen bleiben, mein Sohn. Bring das weg. Ich komm mal kurz hier hin, obwohl, du musst gleich eh in die Schule. So. Wo ist der Blitz eingeschlagen? Gut. So. Ja, komm her, Musi. Musi, Musi, Musi. Zebni, Quelpo. So. Ja, jetzt mal Folgendes machen und zwar nicht Wäsche wegbringen. Meine Güte, ich habe mich so erschrocken. Ja, ich habe mich gerade auch erschrocken. Deswegen, also ich habe echt gerade mich schon gewundert, wo ist der Blitz eingeschlagen? Ist hier irgendwo jetzt eingeschlagen, glaube ich.
wahrscheinlich hier irgendwo in der Gegend eingeschlagen oder so. Aber nun gut. Okay. So, noch schön die Wäsche. Noch mehr Wäsche. Und jetzt ab in die Waschmaschine. Hey, was ist da los? Ja. So, jetzt kannst du aber mal Folgendes machen. Hier wieder nach unten gehen und komm, übertakt das mal den Computer. So lange, wer ist denn dann noch oben? Luna ist oben. Angesprungen werden. Wenn dann hier unten. Ne? Und Musik ist wieder on the way. Boah, wenn der Cutter vom Blitz getroffen wird, ne? Ich sag gar nichts mehr. Ja, so sitze ich da auch und repariere. Und repariere meinen Computer. Wenn überhaupt. So. Okay, dann kann ich jetzt mal nach oben gehen und zumindest mal hier so ein bisschen die ganzen Dingens umbauen. Ich weiß nicht, mir gefällt es ja halt auch, aber in dem Sinne vielleicht nochmal komplett neu gestalten. Zumindest Schlafzimmer und Badezimmer, Schlafzimmer. Ja, also bitte nicht wundern. Das will ich dann zumindest nochmal neu gestalten. Weiß, ne? Man denkt sich jetzt so, warum hast du das dann so gemacht? Weil es im ersten Moment halt schön ausgesehen hat, aber im zweiten denkst du dir dann so, naja gut, es hätte besser sein können. Deswegen werde ich das Ganze jetzt nochmal ein bisschen umgestalten. Ja. Wie gesagt, ist alles möglich. Ach, guck mal. Schlafzimmer hatte nicht mal Lampen? Was haben wir denn da gemacht? Oh mein Gott. Gut, so. Ich würde nämlich jetzt als erstes damit beginnen, die Wand hier etwas zu verbreitern. Deswegen auch die beiden Sachen hier raus. So. Kann ich einmal so machen. So und vielleicht dann erst so. Oder so. Ich glaube eher so. Ich weiß nicht. Oder so und dann so und dann so. Würde auch, glaube ich, ein bisschen bescheiden aussehen, ne? Deswegen hier, ne? Dann lieber so. Ne? Oder so. Weil ich nämlich sowieso hier rausnehmen werde und das hier reinsetzen werde. So. Ne? Heißt, hier kommt jetzt neues Schlafzimmer hin. Heißt, ich muss auch die Fenster tauschen, ne? So sieht es nämlich aus. So. Machen wir mal ganz einfach. Ne? So einfach habe ich es mir noch nie gemacht. Hallo Manchi, guck mal, was ich spiele. Was spielt man die? Sims! Genau. Hallöchen Manchi, wie geht's dir? So. Machen wir das mal hier so. Zack, zack, zack. Machen wir mal da. So. Okay. Ich will auch nochmal das Badezimmer vielleicht mal neu gestalten. Gefällt mir nicht auch nicht so dolle. Okay, haben wir alles? Haben wir wirklich alles? Tatsache. Ja, Mallo. So. Hier muss ich auch noch. Moment. Bestimmt. Da muss ich auch noch. Und das muss ich auch noch. So. Da muss ich nicht mehr großartig ändern. Sehr gut. So. Türen. Nein, nicht die Wand. Die Tür. Danke. Einmal so. Und einmal so. So, und ich mache die Tür hier hin, weil da in der Ecke hat sie mir nicht gefallen. So. Mir geht's ganz gut. Chille auf dem Sofa und habe einen PC an meinen Fernseher angeschlossen, damit ich ESO zocken kann. Ja. Ich sag nur so viel. Mein Mitbewohner hat das früher auch mal gemacht, bis ich eingezogen bin. Mehr auch nicht. Aber was soll's. Boah, ich glänze wieder mal, ne? In der Stirn. Ja, das ist normal. Weiter geht's. Jetzt habe ich ja zumindest so wieder alles durchgekrempelt. So. Dekorieren wir das Schlafzimmer komplett neu. Weil, wie gesagt, es hat mir irgendwie nicht gefallen. Und Nacht- und Nebelaktion war es ja eigentlich auch nicht. So, dann nehmen wir das.
stellen wir das so hin. So, da gehört natürlich das dazu, klar. Ja. So, und der Schrank war ja der hier. Ebenfalls dieselbe Farbe. Wo stelle ich nur den denn jetzt hin? Also so eine Ecke, dann schämt er sich. So. Spiegel, den stelle ich mal dahin. Ach ja, das ist dieser Stell dich hin, Spiegel. Machen wir so. Obwohl, warte, hier wäre er besser aufgehoben. Genau. Da wäre er besser aufgehoben. Lampen an der Decke erstmal. Ich würde sagen, eine hier und eine hier, weil. Wo haben wir denn jetzt die Tischlampe? Hallo, Tischlampe! Nicht Tischschlampe? Ach egal, vergiss es. Ist nicht lustig, ist nicht witzig. Ist nicht witzig. So. Neuer Wecker hinstellen. So. Teppich. Uff, nein. So, das würde ich mal hier machen. Hier würde ich so einen Kreis so einnehmen. Ja. Ja, ist jetzt nicht kombomäßig perfekt, aber würde halt so passen. So, dann würde ich jetzt noch einen Kratzbaum hinstellen. Aber wie gesagt, den kleinen. Den kleinen Kratzbaum. Und zwar nicht hier. Also kann ich den schlecht hinstellen. Da kommt er hin. Und dann noch eine Schlafgelegenheit für Katze. Und zwar nämlich dahin. So, damit wird das Schlafzimmer schon mal erledigt. Jetzt noch halt schöne Bilder hin. So, schöne Bilder, komm mal, die was hier zum Beispiel. Ja, das wird jetzt an keiner Wand mehr passen. Das ist auch abstrakte Kunst. Oh doch, das hätte hier schon gepasst. Moment, hätte das echt dahin gepasst? Perfekt. So, dann noch hier irgendwie Kleinigkeiten. Zum Beispiel. Das hier. Ja, und das hier kommt. So. Und Gardinen natürlich. Können wir halt mal gucken, was für Gardinen die wir haben. Oh gut, die zwei Dinger hier, weil sie sind jeweils nebeneinander zwei Fenster. Ja, große Fenster! Ein großes Haus. So, Pflanzen. Oh ja, danke für den Hinweis. Gut, wenn ich schon gerade hier bin, kann ich hier ein paar Pflanzen setzen. Einmal hier. Und hier oben drauf vielleicht noch das hier und. Das da. Kann man noch mal so packen. Warte mal, geht das da? Ja! Guck mal. Geht das hier? Auch. Guck mal. Oh, perfekt. Perfekt. Guck mal, jetzt gefällt es mir schon mehr. Das ist jetzt ein schönes Schlafzimmer. Nicht die komische Scheiße, die ich da vorher gemacht habe. Gut. Klo. Ich werde mal schauen, wie das noch mit den Waschmaschinen und so passt. Hier die Wäsche, weil dann würde ich das gerne nämlich auch noch behalten wollen. Sonst ist es leider nicht so. So, jetzt wieder mal der Spülmeister 3000. Den setze ich hier hin. Dann, ja, diese Musik, ne? Die ist wunderschön. So, dann Dusche dahin, Wanne dahin. So, jetzt stellt sich die Frage, wo kommt Waschbecken hin? Dahin? Ja. Nee. Waschbecken kommt nicht dahin. Geht ja nicht, wegen der Dusche. Ja. Dann haben wir aber hier so einen Platz, ne? Dann mache ich es hier so hin. So. Selbstverständlich, naturellement, gibt es noch, warte, ich muss gerade mal kurz was gegenchecken. Gut, dann an den Dingern ist es nicht. Hier. Ja, da ist es. Da ist eins. So. Okay. So, ich muss noch kurz Fenster hinsetzen. Klopapier nicht vergessen. Genau. Ja, ich habe es geradewegs auch nochmal. Da. So. Bam. Und dann natürlich noch ein bisschen andere schöne Deko. Zum Beispiel das. Dann vielleicht noch Handtücher. Ein Teppich will ich vielleicht noch zumindest haben. Ein Teppich. Ja, das ist ja, warte mal, das ist so standardmäßig 0815, warte mal. Ja, passt dann auch zur Farbe und dann so. Ja. So, und natürlich noch Lampen.
Ich nehme ja standardmäßig immer diese hier. Ja. So, guck mal. Gut, Waschmaschine passt jetzt halt nicht mehr rein, aber nun gut, ist auch egal, ist auch ein bisschen mehr. Finde ich. So, hier genau dieselben und ja, once again. Ich glaube, wir setzen noch hier einfach mal so das Klo hin. Ist man hier sehr schön ungestört im Gästebadezimmer bzw. Badezimmer vom Sohnemann. So, wie kann ich das dann so hinsetzen? So. Badewanne wollte ich schon sagen. So, obwohl, komm, wir setzen uns dann doch dahin. Auch noch gehen und hier die Wanne direkt. So. Guck mal. Eine Riesenrolle Klopapier, bitte. Ja, die werden sich bald alle wieder schnappen. Ist der Spiegel ist rot, oder? Nee, das ist so ein Braun. Das ist so ein Braun. So, und was ich nicht vergessen darf, das Katzenklo. Das darf ich nicht vergessen. Aber es ist ja das neuartige Katzenklo ja gewesen. Moment. Dieses hier. Klomeister 12.000. Ich hoffe, das stört wirklich nicht. Wenn, dann stelle ich es erstmal dahin. Ich hoffe, es stört wirklich nicht. Weiß ja nicht, ne? Katzen laufen da ja... Wie laufen die Katzen da rein? Weiß es nicht, ne? Aber werden wir gleich mal sehen. So, dann kopiere ich einfach mal den hier und packe den mal einfach mal hier so hin. So, damit ist dann zumindest, sind die beiden Badezimmer fertig, ne? Jetzt kommen wir zum neuen Flur. Gut, da kann ich nicht sowas hinsetzen. Scheiße aus. Ja, das wird zu billig. Was hier wieder? Das ist zu breit. Ja, dann halt ohne, würde ich sagen. Aber brauchen wir Lampen. Immer mehr Lampen. Hüttenleuchte. So, jetzt kann ich auch mal hier so eine Hüttenleuchte hier hinpacken. Ich gehe dann eher hier so hin. So, die verteile ich dann mal hier hin. So, und da gibt es nämlich hier mehr Möglichkeiten, weil das sah für mich so eng aus. Und vielleicht noch ein paar... Hallo, nein, noch nicht auf. So. Deko. Ein Lasagne-Kalender. Hat niemand bemerkt, dass ich Lasagne gesagt habe? Und ein paar Pflanzen. Wo haben wir die? Ach ja, die haben wir hier auch bei Deko. Ich habe eigentlich nie so diese Kategorie genommen, ne? So. Nein, natürlich ist es ein Pferdekalender. Keine Sorge, jetzt mache ich nicht die Gags mit. So, mit Lasagne und so. Guck mal, jetzt sieht es mal nach was aus. Wohnzimmer mache ich später. So, guck mal, jetzt sieht's nach was aus. Jetzt gefällt's mir. Und außen halt natürlich klar, jetzt hier so da die Fenster. Ja, aber das sieht doch gut aus. Gefällt mir, wirklich. Das Haus gefällt mir auch. Alleine, weil das Dach jetzt mal perfekt ist. Wir hatten ja die letzten Male ziemliche Probleme mit dem Dach. Es ist halt zwischen Sims 3 und Sims 4 auch wieder was anderes. Und bei Sims 4 zum Beispiel kannst du das Dach halt auch besser machen, im Gegensatz zu Sims 3, da ist es halt nicht so toll. So. Musik hat folgendes Beuteltier gefangen. Plasmakäfer. Was für ein Plasma? Was? Ein Plasmakäfer, der außerordentlich ungewöhnlich ist? Alter! Überreichen an. Ja, Herrchen, nicht? Wie schaut's denn aus? Durchschnittliche Anstrengung. Was haben wir? Schreibe an deinem Computer eine Biografie über Stefan Junggesell. Nein. Da muss man mir sehr viel Geld geben. Ja, läuft immer noch nicht besser, der Computer. Alter. Eine Plasma... Hä? Zusehen. Bei was? Ach so, ja, stimmt. So. So, Musi. Was hast du mir da gegeben? Jirka. Ach.
Ah, nee, noch nicht. Ja, streicheln. Okay, wo ist jetzt die? Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Die habe ich nicht. Moment. Die ist weggeflogen, ne? Scheiße. 3000 Simoleons sind weg. Na gut. Zombies? Zombies! Lesen. Ja, lesen wir mal das Buch. Weg sind die 3000 Simoleons. Egal. So. Was haben wir denn sonst noch hier so um uns zu kümmern? Lucy will im Bett schläft. Ja, komm. Kratz noch ein bisschen. Wie das nämlich hier so gucken, dann kannst du hier schlafen. So. Eigentlich hätte ich jetzt auch hier ein Katzenklo hinstellen können, ne? Würde ja passen für drei Katzen. Ja, Musik geht wieder auf Jagd. Ja, bring mal nochmal diese komische Plasmakatze. Obwohl du, bevor du jagen gehst, gehst du jetzt erstmal. Wo ist das? Das hat ja eine Menge gebracht. Scheiße. Ja gut, sie kann mich fotografieren, die olle Schnipfe. Mir dann egal. Das Hausfriedensbruch, ne? Gibt's sowas bei die Sims? Ich tue einfach so, als wäre sie gar nicht da. Denk daran, etwas verschütten zu lassen. Ich hab's dir gesagt. Spende ein Herz, dein... Bitte was? Spende dein Herz im Krankenhaus, bevor die Zeit abläuft, um eine Gehaltserhöhung und einen Geldbonus zu bekommen. Wie? Sie ist tot. Sie hat dann kein Herz mehr. Die Herzspezialisten des Krankenhauses suchen ein Probeherz für ihre neuen Herzventile. Und deins steht auf ihrer Wunschliste ganz weit oben. Keine Angst, dein Herz wird durch ein TKH, total künstliches Herz, ersetzt. Das Krankenhaus wird deiner Großzügigkeit mit einer Gehaltserhöhung belohnen. Ja, ciao. What? Also das für Geld zu machen, ist schon ziemlich tricky. Ich weiß nicht, sie kann ja dann von einem Blitz getroffen werden, ne? Und dann ist sie tot. Dann läuft das TKH nicht mehr. Das ist wohl eine Herzensangelegenheit, ja. Ich weiß nicht, ob wir es machen sollen oder nicht. Kann natürlich sein, dass... Ich weiß ja nicht, wie da das Szenario ist. Wenn sie stirbt, dann ist sie weg, ne? Dann ist sie weg. Ne? Dann war's das. Dann ist mein Sim Wipfer. Ne? Ja. Weiß ja nicht, sollten wir es machen oder nicht? Speicher vorher. Ja, geht jetzt schlecht. Jetzt kann ich nicht speichern. Entweder muss ich es jetzt annehmen oder ablehnen. Ne? Jetzt kann ich nicht speichern. Entweder nehme ich es jetzt an. Oder ich wenn ich es ja annehme, landet es erst ja mal hier, no risk, no heart. Also wenn ich jetzt annehme, landet es erst hier, ne? Also hier. Letzte Frist, Sonntag um 23.58 Uhr, ne? Also das kann jetzt noch, nimm an und dann speichern. Okay, Moment. So, und dann go. So, ich habe jetzt erstmal gespeichert. Oh Gott. Gut, dass es hier kein Autosave gibt. Das, weißt du, das wird jetzt wahrscheinlich so sein, so Autosave, naja, mal gucken, ne? Ja. Mal schauen. Dauert ein bisschen. Sind wir dann mal gespannt, aber ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt so ein großes, wir können es direkt machen hier, Herz spenden, direkt danach. Bin mega gespannt.
Aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt so... Weil die steht da immer noch. Ne, hat nicht mal ihr... Jetzt. Sie kann ruhig. Das ist mir so wumpe. Jetzt läuft denn hier die Frist ab. Ah ne, ich muss einfach nur ein Buch lesen, nicht? Mehr nicht. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Noch mal die Katzen. Ein Kater macht das. Die andere Katze macht das. Die andere Katze macht sich putzen. Olaf Dercho würde gerne nach der Schule zu Mortimer Grusel gehen. Ist das okay? Ja, warum nicht? Dann kriegt er zumindest nicht mit, dass eventuell seine Mama stirbt. Guck mal, man kann mal ausnahmsweise. Guck mal, man kann ausnahmsweise mal reingucken. So. Malastros, ja, lecco mio. Erstmal hier. Ja, lecco mio mit 20 Persönchen hier. Das ist ja mal was. Einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, ihr habt noch Werbung. Ich weiß es ja jetzt nicht. Ne? Also. Malarate, Support is Mord. Ja, aber sowas von. Ne? Hallo, ihr ganzen Raider. Ihr wisst, dass Raider schon Twix heißt, ne? Aus Raider wurde Twix, das war wohl nix. Malastrus! Real Mad Willy! Hallöchen, guten Abend! Ne? Hallöchen! Wie geht's euch? Oh! Mein Sohn hat's auf die Bestenliste geschafft. Das finde ich sehr toll. Ne? Gib mir einen Twix, sonst werf ich dein Regal um. Welches Regal? Ich hab nur... Kalterziehen. Hallo. So, wo geht's jetzt? Jetzt geht's erstmal in den Schulbus. So, gleich gibt... Wir werden nämlich gleich hier erleben, wie meine Sim-Frau ihr Herz spenden wird. Sie aber ein total künstliches Herz, kurz TH... TKH kriegt. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Schnapp dir einen Snickers. Das nehme ich auch. Ja, oder das, warum nicht? Wie geht's euch? Malastros, was gab's denn bei dir so Feines? Wir hatten gerade viel zu lachen. Bei mir? Was? Hä? So, wo ist er jetzt? Der ist jetzt wirklich bei den Grusel? Oder wer ist denn da jetzt noch so lahmarschig? Da sitzt er ganz allein. Forever alone. Da sitzen nur die besten Schüler. Ja, mein Sohn halt. Oder jetzt. Schach spielen, das muss nicht sein. Muss man den Trollmodus wieder runterfahren. Ach so, ja, stimmt. Den BR-Bausimulator, Flughafen-Bausimulator, der ist genial. Ich hab den leider nicht gespielt, aber der ist wirklich. Der ist geil, was der Postillon ist. Ist wirklich auf Steam verfügbar. Ich glaube, das Ding werde ich mir trotzdem holen, dann spielen wir es mal hier. Ne? Das wäre halt cool. Alter, wo fahren wir hin? Zu Grundstück gehen. So. Nochmal Frau. Frau ist noch am Arbeiten. Macht Mann. Mann liest im Regen. Guck mal, die Paparazze ist gegangen. So, was aber jetzt mal du mal machen könntest, Babi, wäre das hier. Alles auffüllen. Und nein. Wer will da pennen? Luna, du hast einen Schlafplatz. Und wie 4 Anläufe und 4-mal gescheitert. Ja, für 4 Euro, genau. Ja. Bestes Spiel. Das wird bestes Spiel des Jahres, glaubt mir. So. Dann geht der Herr jetzt mal das erste Mal. So, eigentlich müssen wir jetzt nochmal hier hin. Oh Gott. So. Guck mal, das Spiel. Hey. Freundlich um Regen reden, Fangen spielen. Und dann macht man gemeinsam Hausaufgaben hier. Mortimer Grusel. Oh Gott. So. Herz spenden. Problem ist, sie hat riesen Hunger. Oh mein Gott, wenn sie daran abnippelt. Oh Gott.
wird spannend. Oh Gott, die wird ja komplett fertig sein, ne? Gucken wir uns mal hier um. Was soll ich bürsten? Musik? Wo ist denn der eigentlich? Er rennt durchs Haus. Herumrennen. Alter, das Grundstück hier ist aber wirklich ein bisschen. Das ist groß. Das ist groß, das Grundstück. Das ist ziemlich groß. So, wie schaut's hier aus im Quartier? Guck mal. Man muss ja auch nochmal sagen, Veritas ist ja hier Neurochirurgin. Normalerweise hat sie ja mit Gehirne zu tun und nicht mit dem Herz. Ne? Also, warum die jetzt auch immer das Herz meiner Zimtfrau hier haben wollen. So, ich bin hier fertig, okay. Wir könnten mal nach unten gehen und ein bisschen... Nein! Runter! Obwohl, du wolltest gebürstet werden, ne? Pflegebürsten. Hast du das Ding immer noch? Nein, aber warum habe ich das Ding nicht? Was ist das Ding? Ach, da ist der Käfer! So. Wir können ihn nur verkaufen, mehr nicht. 3400, nice. So, Zombie bester Gehirnchirurg? Ja, irgendwie sowas. So, und dann setzt du dich dran und schreibst mal ein bisschen. Nicht Computerspiele, sondern Schreiben. Schreibfähigkeit mal ein bisschen aufbauen. Was können wir denn noch hier? Mindestens 110 Millionen Tantiemen bekommen. Nee. Auch mal weg. Hälfte schon durch. Alter, die wird so verhungern. Ich glaube, die wird schon alleine deswegen ab. Oh, mein Sohn ist komplett nass. Durchgenässt. Über Banalitäten geredet. Ja. Und er hat auch Hunger. Der wird aber gleich nach Hause fahren. Die beiden tröpfeln, ne? Ach, er wird sich immer daran erinnern. So. Eieiei. Ich drück die Daumen, dass bei ihrem Herzen alles gut geht. Ja, mal gucken, ne? Ja, da wird alles gut gehen. Außer natürlich jetzt, sie hat scheiße Hunger. Gut, sie hat jetzt nicht so schlimm Hunger. Und noch ein bisschen. Sie braucht eine Menge Spaß und sie hat Hunger. Wow. Ja, nun gut, ist ja nichts Neues, ne? Während des Höhepunkts beim Lockdown, beim Corona-Lockdown, haben sie ja für eine Switch ungefähr schon so viel verlangt. Plus Spiel. Hatten wir ja mal hier bei Update. Olaf darf nur noch eine Stunde... Oh, oh. Olaf, ab nach Hause. Weil ist er mit so, ab nach Hause, Olaf. Sonst krieg ich gleich hier Ärger. Dann bricht gleich alles zusammen. Veritas kackt gleich ab, wahrscheinlich. Ja, so. Läuft jetzt ab? Läuft er jetzt nach Hause? Tatsache, der läuft. Nee. Guck mal, ein Fahrrad, obwohl ich ihm kein Fahrrad geholt habe, ne? Oh, sie ist fertig. Oh mein Gott. Sollte erstmal was essen und dann. Eieiei. So. Und du dasselbe gleich mal auch. So, komm jetzt erstmal nach Hause. Hier hin. Gott, die ist auch zu Hause. Okay, Reste essen, Ratatouille. Du ebenfalls Ratatouille essen. Und dann gehst du noch ein bisschen am Fernsehen. So. Während der hier noch seine Memoiren schreibt. Der Realshop ist auch nur ein Marktplatz. Ja,
so sieht's aus. Guck mal, sie lebt. Sie lebt. Mit einem künstlichen Herz jetzt. Ach du Jemini. Ja gut. Ja, du kannst es wegräumen jetzt. Hallo. Ich kann es nicht wegräumen. Okay. So, du bist jetzt erstmal hier. Zack, zack. Zack, zack, zack. Guck mal, Musik will immer nur gedingst werden, ne? Spielst ein bisschen was und ein bisschen ins Bett. Eigentlich dürfte ich ihn ohne irgendwie was ins Bett, aber nun gut, ausnahmsweise mal. Die braucht ein bisschen Spaß, deswegen. So. Ich würde mal sagen, hier reicht's. Oh genau, ich habe vergessen, hier noch Schachdingens aufzustellen. Hoppla! Gut. Sie guckt noch ein bisschen. Sie will auch schon nicht mehr. Okay. Dann geht's auch ins Bett. Oder kratzt sie gleich ab. So, sie ist sofort ins Bett. Wer spielt in der Wanne? So. Kannst mal da hingehen. Und dann kannst du kratzen. Ah, guck mal, es funktioniert. Ja gut, ich habe bisher jetzt noch niemanden da ins Bad gehen lassen, aber ich bin da halt auch noch skeptisch. Ja. Okay. Das reicht jetzt. Sonst pennt sie hier gleich noch komplett durch. Bis 9 Uhr. Eieiei. Ja, sie hat sowieso frei, also ist es eigentlich auch egal. So. Alle schlafen, fast alle. Musik. Bitte wa. Hallo? Alter, ich könnte meinen. Wow, und nicht mal weggeräumt haben sie das. Och Mensch. Leute. Ja, so. Die ist hier am Kratzen, kann auch mal hier kratzen. Hier am Spielen. Dann holen wir mal erstmal die Katzen hier alle wieder. Oh, ein bisschen schneller. So. Warum regierst du nicht? Und jetzt wird meine Wenigkeit krank. Super. Corona, bitte was? Negativ reagieren? Nein. Dann pennst du jetzt einfach hier. So. Du pennst auch hier und Luna pennt hier. Nicht hinlegen, sondern ach scheiße, sie ist wach. Na gut, dann soll sie mal eher mal was fressen. Ich glaube, ich träume heute Nacht von dem Gemauze der Katze. Genau. Warte mal, haben wir nicht noch irgendwo hier die Spielekiste? Genau. Wo gehen die raus? Oder wo ist sie jetzt? What? Nein, nur spielen. Spielen. Okay, dann verschwindet das Ding ganz einfach. Weg. Wenn es so jetzt abgeht. So. Der Herr hier wird schon mal genau wach. So sieht's aus. So, soll er das mal dann mal hier direkt machen? Nein, nicht das. Nein, nicht Abendkleidung, das da. So. Aufräumen, Reste essen, Waffeln. So. Haha, direkt weiter wieder raus. Ja. Sims war, die braucht einfach einen Hund. Ja. Ich bin ja eigentlich auch eher mehr ja der Katzenmensch. Ne? Weil meine Eltern wir hatten immer mal Katzen, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. So. Oh Gott. Willkommen ausgeruht, aufstehen. So, der Olaf muss auch was essen, ne? Auch nochmal Waffeln.
Guck mal, die Frau ist auch schon wach. Die kann jetzt... Warte mal, genau, das testen wir jetzt mal hier aus. Dann geht sie jetzt mal hier ins Badezimmer. Mal gucken, ob das was bringen wird. Zur Arbeit? Ja, zur Arbeit. Aber wir gehen es ruhiger an. Ja, es funktioniert. Also kann das so stehen bleiben. Ja, genau. Ja, ich finde auch Hunde toll. Also ich finde halt Hunde auch sehr ziemlich hübsch und toll. Also knuffig ebenfalls. Hängt auch wirklich von der, von den Hunden ab. Ne? So. Dann wird sie sich jetzt mal, na gut, so ein hinterher aufräumen. Das ist nichts Neues. Na gut, es ist jetzt nichts Schlimmes mit ihr passiert, ne? Frühstück servieren. Machen wir mal wieder Pfannkuchen. Noch mal was. Das gefällt mir das Wohnzimmer jetzt nicht. Jetzt ist das Wohnzimmer, was scheiße ist. Ja, fast. Jetzt bin ich hier mit der Couch. Da will ich nämlich genau was Besseres nämlich raussuchen wollen. Ich will ja nur nicht was Besseres. Die Dinger hier. Komfort plus 2. Komfort plus 3 sieht aber bescheiden aus. Das sieht zum Beispiel schön aus. Und dann so. So, haben wir denn das auch nochmal hier? Obwohl, El Comforto, guck mal. Dann will ich die Anlage könnte man da runterstellen, ne? Vielleicht eine andere Stereoanlage, ich weiß auch nicht, das kann vielleicht dann auch weg. Den Fernseher mag ich eigentlich überhaupt nicht. Komm ich nicht auf, wie ich da hingestellt habe. I don't know. Nee. So. Nee, wenn dann schon original. Warte. So. Bin nicht dran gespielt. So, das hier dann so hin. Ja. Schön aus. Sieht jetzt etwas besser aus. So, dann eine neue Anlage. Das Ding hier. Eieiei. Nee. Und dann vielleicht das. Ja. Pflanzentechnisch würde ich mal sagen, hier etwas hin. Ja, würde glaube ich auch jetzt besser aussehen. Ich muss jetzt mal die Wand kurz mal hochziehen. Da ist jetzt ein bisschen was platzmäßig geworden. Nee, kommt vor, wo war das jetzt? Deko. Deko. So, hier. Packen wir das mal. Nee, das sieht scheiße aus. Das hier wieder. Passt perfekt. Na, der Rest, ja. So. Ja. Gefällt mir jetzt besser. Quasi so wie bei Mr. Burns. Ketchup oder Ketchup? Ketchup oder Ketchup? Genau. Uff, ich werde gerade belagert. Bitte was? So. Gucken, was die Katzen machen. Eine ist hier. Eine ist da. Und geht nicht an die Wanne. Nein. Die ist mal wieder kratzen. Vielleicht Fresschen machen. Vielleicht erst Fresschen und dann kratzen. Erkunden. Eieiei, braucht soziale Kontakte, ne? Ja. Sammle im Supermarkt Informationen, bevor die Zeit abläuft, um deine schulischen Leistungen zu verbessern. Warum nicht? Die netten Leute vom Supermarkt können dir bei deinem Aufsatz wohl kaum helfen, wenn du dort nicht mal auftauchst. Das nächste Mal solltest du... Wow! Was ist denn das denn für eine Scheiße? Jetzt hat's nicht funktioniert, oder wie? Wow. Was war das denn?
Gut. Rumgammeln. Ja, Loki und Thor, genau. Malastros zwei Kätzchen, ne? Die zwei süßen Dinge. Oh Gott, ihr solltet nicht das hier machen. Ihr solltet miteinander hier euch. Hallo. Oh meine Güte, warum stoppe ich jetzt? Das ist auf dem Teppich immer so schwer, ne? Warte, gehen wir mal ran. Da haben wir es jetzt. Ja. Nein. So, das müsste reichen. Ja. Genau, Dankeschön. So, du kannst essen. Nimm einen Teller. Kochfähigkeit verbessern, nennen wir mal das. So, du willst wohin? Herumrennen. Du rennst erstmal nirgendwo rum. Erstmal hier das benutzen und dann kratzen. So. So, das sieht auch hervorragend aus. Fantastisch. So. Es ruhiger angehen lassen. Ja, machen wir mal lieber doch einen normalen Betrieb. Und hier wollen wir dann doch auch durchschnittlich arbeiten. Was eigentlich dann jetzt auch ein bisschen geht. Ja. Und jetzt hat sie ja jetzt frei, ne? Kann sie ja hier schön alles machen. Ja, sie braucht Spaß. Daher, dass ich es nämlich jetzt vergessen habe, hier hinzuklatschen, muss ich jetzt mal gucken, wo ich das jetzt mit dem... Würde das hier so hinpassen? Wenn das ein Plan ist. Unbehandlung. Würde das hier so hinpassen? Guck mal gerade. Dazu machen. Da haben sie auch Wumpe wohin, ne? So. Jetzt würde ich dann hier hinklatschen. Bei den Blumen würde ich dann aber. Ne, geht gar nicht. Ha! Geht nicht. Ist zu. Warte, dann können wir es hier hinstellen. Als Ersatz. Mehr geht ja nicht. So. Ich will immer Tierfotos sehen, beziehungsweise... Oh, hallo Björn! Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir, Björn? So, du kannst dann hier ein bisschen Schach üben. Mit Intelligenz und so. So. Möglichkeiten mit Kollegen diskutieren. So, wie schaut's denn eigentlich hier mit den... Nee. Ist genug. Kann jetzt mal ein bisschen kratzen. Dann macht ihr beide hier. Oh Gott, ich muss das schon wieder machen. Wieder nah ran zoomen. Und dann auf Katze. Und dann diese Katze schon. Ich brauche ja noch ein Titelbild, ne? Ja. So. Nee, das ist Juna selber. Hahaha. So. Wir das dann auch alles hier noch drauf haben. Oh, sie will auch unbedingt kratzen, ne? So. Warum? Das muss doch möglich sein. Also, ich wollte schon. Oh, Katzen. Warum gibt's bei Sims 3 noch? Geht so, aber man lebt. Oh, kenne ich. Aber schön, dass du hier bist, Björn. Was war das für ein trauriges Miau? Weiß ich nicht. So. Der Herr hat gleich Feierabend. Der Junge noch nicht. So. Nee, geht noch gar nicht. So. Muss ich hier? So.
Märchen hat Feierabend. Ist auch noch krank. Ein Spiel mit Stefan spielen. Nein. Hier noch. Ach ja, stimmt. Das Buch müsste ich noch zu Ende lesen. So. Jetzt kommen die ganzen Katzen, ne? Nein, kommen sie nicht, Gott sei Dank. Moment, wer läuft denn da? Lucy. Da rumblödeln. Ach, jetzt sind die draußen. Gut. Ja, geh mal hier rein. Und, so, und dann jetzt Fernsehen. Ne, nicht Fernsehen, sondern lies einfach das Buch weiter. Warum nicht? Juna ist mit... Och, nö. Bin ich Flöhe eingefangen, ne? Oh, nö. Na gut, komm. Ich würde mal sagen, ist genug. Hier an dem Kratzbaum. Ne, nicht du. Hier. Du. Ich verstehe die Sims nicht, aber egal. So, komm. Dann machen wir das jetzt. Tierbaden. Nee, anders müssen wir es machen, ne? Mit Juna. So. Juna ein Fürbad verpassen. So, kratz erstmal. Mal gucken, ob sie das will. Wenn nicht, muss das Herrchen machen. Dafür noch nach unten gehen. Oh nee. Warum ist das so eine Sims-Logik, ne? So. Der Junge ist zurück. Was haben wir denn hier? Zu freundlich begrüßen. Nö. Oh, die machen das auch noch hier vor. Mein Gott. Oh, Leute. Gut. Guck das mal ein bisschen Fernsehen. Dann machst du Hausaufgaben. Alle hier draußen. Wenn das jetzt folgen ist, nimmt sie jetzt ein schönes Bad. Oh, und das ist auch mal wieder schief gegangen. Was geil ist, dass der Postillon die Ankündigung von meinem Stream retweetet hat. Ja, das ist auch noch. Das ist halt auch noch wirklich cool, dass der Postillon gemacht hat, ne? Okay, sie will nicht, ne? Ja gut, dann kannst du beschnüffelt werden, ja gut. Kannst du beschnüffelt werden. Dann wird das jetzt halt dann Härchen machen wollen nach dem Bad. Komm. Oh, im Krankenhaus wird ein Notfall. Gut. Das heißt, sie muss mal kurz ins Krankenhaus. Ja, kann man machen, mache ich ja auch. Ja, man kann bei jedem Wetter lesen, selbstverständlich. So. So, jetzt verpassen wir erstmal Juna ein Flohbad, wenn sie das erstmal will. Okay, sie will nicht. Bürsten wir sie halt. Dann müssen wir noch die Zuneigung gewinnen und alles. Ja, dann machen wir das mal. Ich würde ja gerne Flohbad verpassen, aber sie will ja nicht. Na, warte mal, kann man auch von ihrem Willen aus? Oh, guck mal. Das neue Kunstherz funktioniert einwandfrei, oder? Denk doch nur mal nach, was für tolle Experimente deine Kollegen jetzt dank deiner großzügigen Spende durchführen können. Vielleicht helfen dieser Geldbonus und die Gehaltserhöhung ja ein wenig dabei, den Gedanken an das künstliche Herz zu verdrängen. Die Mühen von Veritas und ihre Arbeit zahlen sich endlich aus. Sie erhält eine Gehaltserhöhung von 22 Simoleons in der Stunde. Ja. Also jetzt eine. So, ich muss schlafen. Ganz viel Spaß und hoffentlich bis bald. Gute Nacht. Enki,
Da, Anki, keine Ahnung. Dankeschön erstmal fürs Follow nochmal und Dankeschön, dass du zugeschaut hast. Wie gesagt, Sims 3 gibt's wöchentlich. Jederzeit irgendwann, keine Ahnung, nächste Woche wird es dann auch irgendwann noch laufen, also montags, mittwochs oder freitags, je nachdem. Und dann, weil immer der hier ist mit Flöhen in Kontakt geraten. Das ist schlecht. Jetzt habe ich auch Flöhe. Jetzt habe ich auch Flöhe. Ich bin erkältet und ich habe Flöhe. So, auf geht's ins Bad. Oh mein Gott. Ja, hast du toll gemacht, Juna. Du darfst jetzt mit den anderen nicht in Kontakt kommen. Beschmust werden. Von wem? Gut, ihr beiden beschmust euch. Super. Jetzt hat der Sim ja auch noch ein... So. Gerne. Sehr cool. Ich versuche es zeitlich zu schaffen. Bis dann. Kein Ding. Na? Die einzelnen Sessions werden ja auch noch auf YouTube hochgeladen. Ja, da gibt es ja dann auch noch die Möglichkeit, so soll er jetzt erstmal ein bisschen. So. Das hat er zumindest jetzt mal hingekriegt. Zumindest eine Sache. Was ist das? Das ist Lucy. Wo bist du? Oh, ja, Schlini! Gurgelork! So. So. Noch Folgendes machen. Entspannen und dann das Buch dabei lesen. Ich hoffe, der Sim macht das dann hier zumindest. Ja. Deswegen werde ich auch jetzt gleich Feierabend machen. Bis 22 Uhr habe ich gesagt. Und kurz vor 22 Uhr kriegen wir ja wohl noch hin. Ja, also wird nicht schlimm sein. Oha. Schmerzhaft. Und so fein. Ja, da ist sie jetzt. Ab nach Hause. 645 Simleons. Ja, die waren nicht so lange unterwegs, ne? Also 319, 2 Stunden. Da war ein Notfall. Ja. So. Jetzt erstmal was essen. Vegetarische Fish and Chips. Dann setzt sie sich jetzt auch mal hier schön. Und dann ein bisschen Schach spielen. Warum nicht, ne? Macht ja auch Spaß. So. So, ein Mann müde. Aber er wird sich nämlich jetzt gleich auch ins Bett bewegen. Beziehungsweise erstmal hier. Und dann dahin. So, die Katzen gehen hier ab. Wie schaut's mit der. Folgen. Meine Güte. So. Schlafen. Wie schaut's mit Lucy aus? Arm dran. Was ist denn jetzt los? Achso, ist müde. Ich wollte schon sagen, dass er mich nicht bewegen kann. Das wäre doof. Ist ganz gemütlich weiter. So, sie könnte was essen. Warum geht sie nicht essen? Vegetarische Fish and Chips. Ist doch nicht so schwer. Oh, Bumsi Bumsi. Wie will Bumsi Bumsi mit Wadi? Mit ihm hier. So. Oh oh. Was ist er mit dem Buch? Oh Gott, da ist noch ein großes Stück noch vor. Nun gut, dann ab ins Bett. Mit Klamotten. Das geht immer. So, die sitzt erstmal hier. Ja, kann aber auch mal so schon mal auffüllen, warum nicht? Bisschen noch Fernsehen. So. Was haben wir denn hier? Nein, es wird kein Whirlpool gekauft. Und auch keine Zielscheibe. So. Ich gucke jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Guck mal, sitzt zumindest jetzt auf den neuen Möbeln. Das finde ich ziemlich gut. Ja.
Wohnzimmer sieht jetzt auch einigermaßen sehr gut aus, finde ich. Ja, das passt. Gut. Wenn auch immer Licht im Badezimmer an ist, ist mir aber gerade auch egal. So, das reicht. Ja, noch 3 Minuten Rücken verspannt. Zack, das ist weg. Ja, jetzt müssen die alle morgen wieder dann weg. Das Haus ist eigentlich auch perfekt, würde ich jetzt sagen. Ja, das würde ich jetzt auch so sagen. Deswegen haben wir mal wieder... Nein. Du schläfst hier, Luna. Platz gefunden zum Schlafen. Platz gefunden zum Schlafen. Da kommt schon wieder die olle Paparazze. Nun gut. Okay. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal antun. Wenn aber jetzt erstmal wirklich Sims 3 für heute mal beenden. Denn wie gesagt, ich mache heute nur bis 22 Uhr. Nächste Woche gibt es ja dann auch wieder Sims 3, keine Sorge. Da werde ich euch schon sagen, oder da werdet ihr schon wissen, wann dann wieder die Sims 3 hier im Stream erscheint. Entweder am Mittwoch oder am Freitag. Ich gucke gleich mal selbst, ich habe es ja schon bei mir reingeschrieben, wo es sein könnte. Deswegen, ich warte gerade erstmal noch, bis das Spiel ausgeht. Dann können wir gleich mal darüber reden. Aber wir haben heute eine Menge geschafft. Vor allem nämlich auch, dass So. Okay. Origin kann mal weg. Dann können wir hier die Mucke wieder einschalten. Und ich gehe auf die große Kamera zurück. So, da bin ich wieder. Kann ich jetzt mal ganz kurz mal nachgucken, wann wir dann nämlich das nächste Mal Sims 3 haben. Kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Morgen früh erscheint der Wochenplan. Morgen um 8 Uhr. Morgen gibt es ja sowieso auch wieder einen Stream. Morgen mit Gameboy Time. Um 20.30 Uhr. Also da könnt ihr dann euch drüber freuen. Gibt wieder ein bisschen Retro. Retro-Feeling hier bei DercioTV. Und deswegen gibt es dann halt nur am Mittwoch und am Donnerstag sowie auch am Samstag Games Live. Mal schauen, ob es dann auch theoretisch auch noch dann wieder auch mit Dingen. Es gibt ja morgen Abend Gameboy Time. Genau. Ich glaube, ich habe es für den Mittwoch eingetragen. Kann das sein? Nee, für den Freitag. Also das heißt, nächste Woche Freitag kriegt ihr 2,5 Stunden Sims. Ne? Und am Mittwoch, das verrate ich noch nicht. So auch das Spiel für morgen noch nicht. Das wird morgen im Laufe des Tages, wenn ich Gameboy Time vorbereite. Ich habe ein paar Spiele vorbereitet für die nächsten Ausgaben. Also das ist jetzt kein Verlust, müssen wir so sagen. Also jetzt für mich kein Problem, da ein Spiel rauszusuchen. Ich habe ein paar vorbereitet. Eins der Spiele werde ich jetzt halt einfach nehmen, vielleicht gucken auch, ich muss auch vielleicht noch mal ein bisschen gucken, so vielleicht für einen Anlass oder irgendwie sowas. Letztes Mal war es ja zum 35. Geburtstag von Mario, da haben wir ja Super Mario Advance gespielt, ist ja jetzt auch kein Problem, um das so zu sagen. So, ich gucke aber mal geradewegs mal rein, wo wir denn hinhorsten können, denn das ist mir auch geradewegs ziemlich wichtig, denn ihr solltet ja auch schließlich hier gut unterhalten werden. Wie gesagt, morgen gibt es den nächsten Stream, morgen ab 19.50 Uhr wieder live mit Update geht das Ganze los. Dann wird es dementsprechend dann weitergehen mit Gameboy Time, am Mittwoch dann mit einer Games Live Session. Das wird ja dann kein Problem sein, also das wird dann schon dementsprechend gut ablaufen. So, ich raide dann mal rüber zum... Zum Mr. Rage, der spielt gerade Mario. Wir haben es ja schon mal erwähnt, deswegen, warum auch nicht, spielen wir dann ein bisschen, schaut ihr dann ein bisschen ihm beim Super Mario 3D All-Stars zu. Ist ja jetzt seit vorgestern draußen, also wer es jetzt schon in den Händen halten kann oder sich zumindest digital auf der eShop sich bestellt hat, der kann natürlich glücklich sein. Mein Mitbewohner Error hat es auch schon. Und ja, der hat da jetzt, glaube ich, Galaxy gezockt. Bestimmt auch wahrscheinlich wieder. Ich weiß es nicht. Nun gut, wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Es geht rüber zum Mr. Rage. Also, grüßt ihn mal lieb. Ich bin da auch noch da drin, weil, wie gesagt, Mario 64 sind Retro-Erinnerungen.
Nun gut. Bis dahin. Alles Gute und schönen Wochenstart euch allen. Bis dann. Tschüss.